Ja, Ronny, das Spiel bei den Young Violets war ja etwas schwieriger als gedacht, oder? Warum? Ja, wir wissen ja, es ist so immer schwierige Spiele. Ja, die Mannschaft hatte sehr, sehr Qualität. Und ja, in zweiter Liga, alle Spiele schwierig. Die Gegner sind sehr, sehr defensiv gestanden. Zwei defensive Ketten, Viererkette, Fünferkette. Wir haben etwas das Tempo vermissen lassen, oder? Ja, für Stürmer ist sehr, sehr schwieriges System. Ja, das ist, du musst mehr Bewegung und aber deshalb seit wir haben auch viel Chancen. Ich habe zwei Chancen, Fabio, Marco, Jopi, aber nicht treffen. Aber ich glaube, wir so weiter. Wir machen gutes Spiel und weiter so. In der zweiten Hälfte, vor allem zum Schluss, ist es ja dann gut gegangen. Das erste Tor vom Holzi. ja, schau. Das zweite Halbzeit ist viel besser und wir haben mehr Bewegung in vorne und dann wir haben drei, vier Chancen und dann, ja. Wenn nach erster Tor ist natürlich ein leichter Spieler. Ja. Der FC Wacker Innsbruck gehört zu den Mannschaften, die am meisten Torchancen herausspielen in dieser Liga. Aber es klappt doch nicht so mit dem Tore schießen. Woran kann das liegen? Ja, jetzt die Phase ist nicht so gut so wie die letzten zwei Jahre, aber wichtig, wenn du machst gute Spiele und dann helfen Mannschaft und dann wenn du drei Punkte ist, egal welche treffen. Du bist an jeder Offensivaktion beteiligt. Entweder bist du Vorbereiter oder Torschütze oder hast sonst irgendwie deinen Kopf oder deinen Fuß im Spiel. Wie wichtig ist es für dich, dass du auch so im Spiel mittendrin bist? Ja, du bist der Spieler. Für mich im Moment, wenn ich bleib gesund, egal was passiert im Platz, wenn du helfen, laufen oder Tor oder Assist oder egal defensiv, ist wichtig, wenn du bleib gesund und dann passt schon alles okay. Alle freuen sich auf das kommende Spiel gegen den großen Konkurrenten Austria Klagenfurt. Die Fans sind schon ganz heiß darauf. Wie groß ist die Freude innerhalb der Mannschaft? Ja, Freitag wir noch ein schwieriges Spiel gegen einen großen Favorit für Aufstieg. Und ja, hoffen wir machen ein gutes Spiel und ja, schauen mal, was passiert. Als Offensivspieler, was muss man denn tun, um Austria Klagenfurts Abwehr zu überwinden? Ja, ich glaube, er ist ein schöner Spieler. Beide Mannschaften sehr offensiv und ja, leider Freitag kein Zuschauer im Stadion. Ja, hoffen nochmal, wir machen ein gutes Spiel und ja, schauen mal, was passiert. Weil du gerade die Zuschauer angesprochen hast, wie sehr fehlen dir die Zuschauer? Ja, natürlich, wenn der Zuschauer ist ein komplett anderes Spiel. Aber wir haben motiviert und ja, schau mal, was passiert. Du persönlich, du triffst im Training gut. Ich habe schon sehen dürfen, heute auch wieder einige Tore erzielt. Es läuft. Ja, ist gut für Stürmer. Wenn du machst gute Vorarbeit und dann natürlich nochmal, wenn ich spiele, du machst ein gutes Spiel auch. Unser Spiel ist ja auch sehr über die Außen aufgezogen. Jetzt im Training hat man wieder den einen oder anderen Laufweg neu gesehen. Kommt man damit gegen Klagenfurt zum Erfolg? Ja, Gott sei Dank, jetzt alle spielen fit und alle spielen zurück, die Verletzungen und die Corona und ja, vom Trainer Kopfschmerzen jetzt, ist wichtig, ja, im Moment ist wichtig und ja, schau mal, ist ein Problem vom Trainer, ne? Ja, soll keine schlimmeren Probleme geben als das. Ja, ist wichtig, für uns ist kein Problem, ein Problem vom Trainer ist wichtig, ja. Wie ist die Stimmung im Team? Ja, die Stimmung ist sehr, sehr viel motiviert und ja. Ich glaube, wir machen gute Woche und dann Freitag wir machen ein gutes Spiel und weiter so. Wir haben nicht so Freitagsspiel, wir haben noch sechs Spiele, Freitag und noch fünf Spiele. Und das ist wichtig, wir bleiben konstant, immer konstant und ja, schau mal. Okay, Ronny, alles Gute für dich und für das Spiel am Freitag. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.